Willkommen, willkommen aus Taiwan. Wir sind hier bei Asus und haben ein wunderschönes 8-Zoll-Tablet in der Hand, und zwar das Zenpad 3S 8.0. Auch Z582 Keil genannt. Nicht so ein schöner Name, aber was vor allem schön ist, ist, dass es super leicht ist, fühlt sich gut in der Hand an. Und wir haben auch noch ein wunderschönes Metallgehäuse hier eingebaut, was sich natürlich im Alltag vor allem auch sehr gut anfühlt und wir sehen können, wunderbar mit einer Hand halten lässt, dank dem 8 Zoll. Aber 2K Display. 2K heißt natürlich, hier haben wir eine sehr hohe Auflösung, genauso wie bei einem iPad Mini zum Beispiel. Haben auch sogar hier noch einen Home-Button und die letzten Apps und Zurückknöpfe hier außerhalb vom Display, was natürlich sehr schön ist. Wir haben oben eine Kamera natürlich vorne, sowohl als auch hinten mit jeweils 5 Megapixel. Hier die hintere. Wir haben hier so ein kleines Glas-Design, weil natürlich die Antennen hier reingebaut werden müssen für WLAN, Bluetooth und ähnliches. Oben haben wir ein Mikrofon, unten gerade angeschlossen per USB-Typ-C. Kopfhöreranschluss natürlich auch mit dabei und zwei Lautsprecher hier. Wenn wir den Kopfhörer benutzen, haben wir sogar DTS-Sound mit bis zu 7.1 Qualität. Hier können wir einmal eine Micro-SD einsetzen, falls wir natürlich den Speicher erweitern wollen. Generell gibt es aber eine 32 und 64 GB Version mit 3 oder 4 GB RAM. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch einen An- und Ausschalter und Lautsteckregler. Wir haben hier schon Android 7.1 installiert, also das Neueste, was es gerade so gibt, mit der Bezeichnung natürlich noch Nougat. Hier seht ihr es auch, Android 7.0, aber 7.1 wird es dann natürlich sein, wenn es auf den Markt kommt. Hier laut Papier, und wir haben dann auch noch einen Qualcomm-Prozessor drin, und zwar den 652, der natürlich auch hier schön schnell ist und das ganze System gut, wie ihr sehen könnt, hier bedienen lässt. Läuft das alles relativ geschmeidig hier, und wenn wir kurz auf die Kamera gehen, dann sehen wir vorne die Beautification-Funktion. Wir sehen können, die steht auf, was dran ist. Die Schaufel schaut jetzt natürlich sehr viel schöner aus. Ihre Haut ist noch reiner als sonst. Und wenn wir auf die hintere Kamera gehen, dann haben wir hier natürlich auch noch die Möglichkeit, schöne Fotos zu schießen oder Full-HD-Videos, auch wenn wir so wollen. Das will der Fokus nicht so. Aber es ist ja noch ein Pre-Production-Modell. So, das war es auch schon mit einem ganz kurzen ersten Eindruck von diesem wunderschönen kleinen Tablet. Ich finde das Design sehr, sehr, sehr schick und gelungen. Fühlt sich gut an. Und wenn die Software jetzt auch ein bisschen finaler wird, dann können wir auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung abgeben im 200 Euro Preisbereich. Mein Name ist Balasch Kerl, das ist das Z582 KL, auch Zenpad 3S 8.0 genannt. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das zugeschaut habt, und tschüss.